Die Hörspieljury. Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörspieljury. Heute im Hörspieljury-Studio mit mir dabei, wie immer, mein Mitjuror Myxin. Hallihallo, hier bin ich. Und bei mir ist auch heute wieder der Jay. Ja, so ist das. Und heute geht es in Volume 99 um Murder Documents Volume 2 hinter Kaifek. Und da haben wir mal was ganz Neues bei uns in der Hörspieljury. Wir besprechen heute kein kommerzielles Hörspiel, sondern ein Produkt von hörspielprojekt.de. Worum geht's in diesem Hörspiel? Der ein oder andere belesene Hörer von euch hat vielleicht sogar schon mal was von Hinter Kaifek gehört. Es ist ein Kriminalfall, der in diesem Hörspiel vorkommt, der tatsächlich so vor vielen Jahren in Deutschland passiert ist, in Süddeutschland. Es wurde eine Familie, Vater, Mutter, Tochter mit Enkel und einer Magd bestialisch auf einem abgelegenen Bauernhof umgebracht. Die Polizei aus München eilt herbei. Wir schreiben das Jahr 1922. Die kriminologischen Techniken stecken noch in ihren Kinderschuhen fest. Will sagen, man hat noch nicht wirklich Ahnung von dem, was man tut und wie man einen Tatort nach modernen Methoden analysiert, um so herauszufinden, wer der Täter gewesen ist und wie die Tat vor sich ging. Die Polizisten untersuchen den Tatort, schreiben beharrlich auf, was sie sehen und reden mit der Bevölkerung, versuchen herauszufinden, wie so dieses Gesamtkonstrukt um diese Familie so gewesen ist. Es kommen dann Sachen heraus, wie dass die Tochter wohl einen unehelichen Sohn hatte, der auch mit übrigens erschlagen wurde. Insgesamt tun sich etwas die Abgründe in einer ach so bayerischen Dorfidylle auf. Wer der Täter ist, lassen wir an dieser Stelle mal so dahingestellt. Murder Documents, es ist die zweite Folge. In der ersten Folge wurde der Mörder Hamann aus Hannover thematisiert. Hier in dieser Folge greift sich das Produktionsteam die Geschehnisse aus Hinter Kaifek auf. Unbekannt sind mir die Ereignisse grundsätzlich nicht. Dem einen oder anderen Hörer sicherlich auch nicht. Sie wurden in einem bekannten Roman später nochmal niedergeschrieben und auch vertont. Er ist bekannt unter Tannöd. Dort hat man also Geschehnisse aus Hinter Kaifek nochmal verarbeitet. Dieses Hörspiel hat eine erstaunlich lange Sprecherliste von um 20 Sprecher. Gemacht wurde es Buch und Regie von Roland Möntemann. Für den Schnitt ist Marek Schädel verantwortlich. Wie ich schon eingangs sagte, betritt die Hörspieljury hier Neuland. Wir besprechen ein Fanprojekt von hörspielprojekt.de und man kann nicht so einfach solch ein Projekt vergleichen mit den kommerziellen Hörspielen, die wir so von draußen kennen. Obwohl, ich finde, in diesem Fall kann man es eigentlich schon. Denn viele mittelmäßige Hörspiele, die es so draußen für teure 10 Euro zu kaufen gibt, schneiden meines Erachtens viel schlechter ab, als das hier Hinter Kaifek tut. Natürlich hat Hinter Kaifek gewisse Probleme, die sind aber nichts Ungewöhnliches. Wenn ich kein Geld habe, um Sprecher zu kaufen, dann sehe ich zu, wen kann ich so aus meinem Dunstkreis dazu nehmen. So wird das vermutlich hier bei diesem Hörspiel auch gelaufen sein. Was mir aufgefallen ist, manche Rollen waren einfach zum Beispiel zu jung besetzt für zu alte Sprecher. Umgekehrt, manche Sprecher hätten eigentlich viel jünger klingen müssen, gerade Kinder, als sie es dann letztendlich getan haben. Insgesamt stellt sich hier also tatsächlich das Problem, Sprecher, die man braucht, sind nicht unbedingt immer verfügbar. Man muss das nehmen, was man hat. Darunter leiden aber auch gerade einige kommerzielle Produktionen sehr stark. Und das bringen wir zu Recht als Kritikpunkt auf. Hier in diesem Fall handelt es sich jedoch um ein Fanprojekt und das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ich hätte mir hier an ein, zwei Stellen andere Sprecher gewünscht, aber bitte sei es drum. Man hat süddeutschen Akzent untergebracht, gerade bei den Dorfleuten ist das gut zu hören. Man hat diesen Akzent nicht durchgängig durchgezogen, was ich auch sehr angenehm finde. Ich bin ein Nordlicht, ich kann mit bayerischen Akzenten nur sehr begrenzt umgehen und finde es anstrengend, wenn ich es das die ganze CD lang hören müsste. Aber die Dialekte sind hier gut gewählt und sie fördern etwas das Lokalkolorit, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, sodass sich insgesamt ein schlüssiges Bild ergibt. Musikalisch wird das Ganze etwas untermalt, gerade am Ende durch einen Chor, der das ganze Hörspiel ausklingen lässt. Nochmal zur Erinnerung, wir haben es hier mit einem Mehrfachmord zu tun und zum Schluss steht die Beerdigung
Beerdigung auf dem Plan. Sehr schön passend fand ich gewählt, dass man dann dort so eine Art Kirchenatmosphäre mit diesem Chor geschaffen hat, auch wenn der Chor über mehrere Minuten dann zum Schluss gesungen hat. Aber wer das nicht mehr hören mag, der kann ja zum Schluss abschalten. Ich kann dieses Hörspiel nicht bedingungslos abfeiern, weil dadurch, dass die Sprecherwahl nicht perfekt ist, zum Beispiel lässt so das ein oder andere noch den Wunsch bei mir offen. Auch der Storybogen ist jetzt nicht so spannend, meiner Meinung nach. Da hätte man vielleicht noch etwas mehr dran feilen können. Nichtsdestotrotz hat man hier eine gute Grundlage geschaffen und ich fühlte mich gut unterhalten. Und das ist mir persönlich sehr wichtig bei so einem Hörspiel. Ich muss sagen, der Wiederhörwert ist aus meiner Sicht bei diesem Hörspiel durchaus da. Ich habe es für diese Hörspieljury bereits mehrfach gehört und ich kann mir gut vorstellen, das in Zukunft wieder zu tun. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben schon oft genug Hörspiele besprochen, gerade kommerzielle natürlich in der Vergangenheit, wo ich sage, um Gottes Willen bitte nicht nochmal, das mag ich nicht hören, auch wenn es solide gemacht war. Mein Hörspiel-Daumen geht für dieses Werk auf eine sehr gute mittlere Position. Und damit übergebe ich an Myxin. Vielen Dank, Jay. Ja, du hast jetzt im Prinzip alles aufgezählt, was ich auch erwähnen wollte. Das ist mal wieder typisch, hast du fein hingekriegt. Oh. Ja, ne? Das bin ich, das kann ich gut. Ja, wie so oft. Eigentlich könnten wir auch jetzt in diesem Moment schon aus der Hörspieljury aussteigen, aber ich habe jetzt auch gerade nichts Besseres zu tun, also was soll ich machen? Somit kommt hier jetzt nochmal mein Part. Ich weiß nicht, inwieweit ihr bislang Berührung hattet mit unkommerziellen Amateurproduktionen, aber für alle, für die dieser Ast am Hörspielbaum neu ist, spreche ich hiermit mal eine Warnung aus. Ein minderbegabter Hörspielanfänger, der ganz fest an seine eigenen Hörspielträume glaubt, obwohl sie die größten Albträume von anderen Menschen sind. Ein Hörspiel, das eine verstandeinschmelzende Fremdschamkatastrophe ist, die beim Hören körperlich schmerzt. Mit Sprechazubis, die eine Performance abliefern. Wie ein ganz gewöhnlicher, hochlimitierter Statistenstatist bei Familien im Brennpunkt. Und ein Hörspiel, das als Free-Download angeboten wird, wobei das Ganze leider sowas von billig geraten ist, das umsonst leider immer noch viel zu teuer ist. Liebe Höjü-Hörerinnen und Hörer, seid gewarnt. Denn falls ihr dies erwartet von Hinterkaifeck, liegt ihr leider total daneben. Roland Müntemann hat hier nämlich ein ordentliches Hörspiel gebastelt, das man gut hören kann. Ich habe mir auch, wie Jay vorgenommen, dem Hörspiel von Haus aus einen großen Amateurbonus einzuräumen, stellte dann allerdings beim Hören fest, dass so groß dieser Bonus gar nicht sein muss. Leider lässt das Hörspiel aus meiner Sicht etwas Potenzial liegen in Sachen Atmosphäre. Hier ist ein grauenvoller Sechsfachmord geschehen und das Ganze hat so die nüchterne Atmosphäre, als ginge es um die Aufklärung eines Fahrraddiebstahls. Hollandrad mit Nabenschaltung und Propeller am Lenker. Ich führe das ein Stück weit auf den sparsamen Einsatz von Musik zurück, denn wir wissen ja alle, dass Musik ein fabelhaftes Mittel ist, um Atmosphäre zu transportieren. Und hier wäre sicherlich etwas traurige Musik oder etwas unheilvolle Musik in den Zwischensequenzen und als Hintergrunduntermalung sehr hilfreich gewesen. Mir hat der Chor, der am Ende des Hörspiels den Hörer in der richtigen Stimmung entlässt aus dem Hörspiel, sehr gut gefallen. Aber insgesamt kommt mir da zu wenig Atmosphäre und ein bisschen die Musik zu kurz. Das ist aber auch mein einziger wesentlicher Kritikpunkt an diesem Hörspiel. Gut gefallen hat mir der Mix aus szenischem Spiel und einer zusammenfassenden, sortierenden Erzählerin. Mir hat auch gefallen, wie sich Szenen mit den laufenden Ermittlungen abwechseln, mit Szenen zu Lebzeiten der Familie Gruber. Das erzeugt Lebendigkeit. Kleinere Kritikpunkte meinerseits sind noch die unangebrachte Albernheit des Michael Poll bei der ersten Tatortuntersuchung und das angebliche Brüllen der Kühe, das aber in Wirklichkeit auch nicht wirklich aufgeregter klingt als das relaxte Moon einer chilligen lila Milkerkuh an einer Wellness-Milkmaschine im Schonzapfgang. Früher hörte ich das ein oder andere Amateurhörspiel, bei denen die Sprecher allenfalls die Schauspielleistungen einer toten Bachforelle erbracht haben. Das ist hier wesentlich besser. Vielleicht ist hier bei Hinterkaifeck auch nicht jeder Sprecher auf absolutem Weltklasseniveau, aber insgesamt ist die Leistung solide. Besonders positiv hervorheben möchte ich den Werner Wilkening in seiner Rolle als Oberinspektor Rheingruber, weil ihm seine Rolle eine gewisse Bärbeißigkeit abverlangt, bei der ungeübte Sprecher schnell ins Overacting verfallen.
Will man den Sprecherinnen und Sprechern überhaupt einen Vorwurf machen? Denn nicht wegen ihrer Sprecherleistung, sondern wegen ihrer Besetzung, weil, und das sehe ich genauso wie Jay, der ein oder andere doch zu jung oder zu alt klingt. Zum Beispiel der Lorenz Schlittenbauer oder der Oberbürgermeister, die klingen schon reichlich jung für ihre Rollen. Ich hätte erwartet, in Oberbayern der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts allenthalben deftiges Bayerisch zu hören zu bekommen. Hier ist es im Hörspiel so, die einen sprechen Dialekt, die anderen nicht. Das ist ein Zustand, mit dem bin ich aber auch sehr einverstanden, weil ich wirklich nicht auf Mundart-Hörspiele stehe, da sie mir psychisch und physisch auf Dauer starke Schmerzimpulse zuführen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Viele von euch hören vielleicht eher kommerzielle Serien und so die einschlägigen Standardserien und kämen vielleicht gar nicht auf die Idee, auch mal ein solches Hörspiel zu hören. Manche meinen vielleicht, naja, da erwartet mich eine große Tüte gar nichts ohne Sahne. Einige denken vielleicht auch, warum soll ich einem Hörspielmacher meine Aufmerksamkeit schenken, der das überhaupt nicht beruflich macht? Genauso gut kann ich einem Huhn ein Sudoku-Heft schenken. Am Ende wird es ja doch nur drauf kacken. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist ein Irrglaube, denn Portale wie hörspielprojekt.de oder auch soundtalesproductions.de haben heutzutage einen ordentlichen, anständigen Standard und so lohnt es sich durchaus, hier auch mal etwas über den Tellerrand zu horchen. Und weil das auch auf Hinterkaifeck zutrifft, vergebe ich heute einen sehr guten mittleren Hörspieldaumen. Ja, ich muss mich mal heute für meine etwas verrotzte Stimme und die damit verbundenen Sprech- und Mundgeräusche entschuldigen. Es ist halt, wie es ist. Da müssen wir jetzt alle durch. Genau. Ich habe noch eine kleine Ergänzung nachzutragen, Jay. Und zwar wollte ich euch langweilen mit einem kleinen Fun-Fact am Rande, der mir persönlich gefallen hat. Gegen Ende des Hörspiels ist im Hintergrund das Operettenstück Warte, warte, nur ein Weilchen zu hören, das ja später in einer umgetexteten Variante als Hamann-Lied sehr beliebt geworden ist. Und Fritz Hamann, Jay, du hast es erwähnt, ist wiederum das Thema in der ersten Folge von Murder Documents. Also, ich denke mal, hier schließt sich ein Kreis und das ist wohl auch kein Zufall. Das wird wohl ein augenzwinkernder Verweis oder ein kleines Easter Egg von Roland Möntemann gewesen sein. Sowas gefällt mir persönlich ja immer sehr, auch wenn jetzt der ein oder andere von euch vielleicht gerade in diesem Moment in der Ferne das leise Plumpsgeräusch eines chinesischen Reissacks vernimmt. Aber das ist dann halt so. Das kann sein, aber gerade Fanproduktionen oder Produktionen, die wirklich von Kassettenkindern gemacht wurden, haben immer mal wieder solche speziellen Einlagen. Ja, wem das Hörspiel in dieser Stelle nicht reicht, der kann auch im Internet nochmal sich das Ganze durchlesen, mehr Hintergrundinformationen bekommen. Hinterkaifeck.net ist die entsprechende Seite. Ich habe mir die auch mal angeschaut. Ja, ich auch. Sehr schön. Mit einem kleinen Wiki auch dabei. Und insgesamt wirkt das Ganze sehr interessant. Und natürlich hat es nicht den Stellenwert wie ein Thema Jack the Ripper. Aber Anfang des letzten Jahrhunderts war ein Sechsfachmord in einer verschlafenen Dorfidylle doch etwas, was sehr außergewöhnlich war und mit dem auch die Polizei damals total überfordert gewesen ist. Und deswegen ist es auch so bemerkenswert und auch interessant, darüber ein Hörspiel zu haben. Wer sich ein wenig mit deutscher Kriminalgeschichte auskennt, der wird diesen Fall kennen. Hier in dem Hörspiel wird sich auch sehr an den bekannten Fakten und Theorien entlang gehangelt. Damit hat das Ganze einen sehr dokumentarischen Charakter. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Dadurch fehlt aber auch so ein bisschen die Hauptperson, die einen durchs Hörspiel begleitet. Okay, wir haben den Oberinspektor Reingruber, der verlässt uns aber auch mitten im Hörspiel irgendwann sang- und klanglos. Man hätte auch einen anderen Ansatz verfolgen können, und zwar den historischen Fall als Basis nehmen und ihn mit eigenen fiktiven Elementen ein bisschen aufpimpen können, wie zum Beispiel das im Hörspiel Jack the Ripper von Frank Gustavus geschehen ist. Dann wäre es sicherlich ein anderes Hörspiel geworden. Man hätte dadurch eine neue Hauptfigur einführen können oder man hätte eine Nebenrolle ausbauen können. Wäre das ein vielversprechender Ansatz gewesen, noch mehr aus dem Thema herauszuholen? Das hätte man sicherlich machen können. Es wäre dadurch etwas spannender geworden. Ich habe jetzt ein bisschen den Spannungsbogen angemäkelt, dass er dann doch recht flach geblieben ist. Aber die reinen Fakten geben nun auch mal nicht mehr her. Bei solchen, ich nenne es jetzt erstmal historisch basierten Geschichten, finde ich es auch immer etwas gefährlich, für mich persönlich zumindest. Ich muss aufpassen, dass ich dann Wahrheit und Fiktion nicht vermische und auf einmal durch die Weltgeschichte laufe und sage, ha, ich weiß aber, wer der Mörder von Hinterkaifeck ist. Dann gucken mich alle Geschichtsnerds an und sagen, sag mal, hast du sie
hast du sie nicht mehr alle. Das kann dann schon mal unfreiwillig komisch werden. Ja, und das ist peinlich. Das ist genauso peinlich wie mit den neuesten Wahrheiten aus Offenbarung 23 hausieren zu gehen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja, man muss dann schon wissen, was ist Fiktion und was ist fundiert und Realität. Zu den Dialekten, da haben wir ja beide unsere Anmerkungen gehabt. Ich möchte noch ganz gerne ergänzen, ich weiß nicht, ob es Absicht gewesen ist, ich könnte es mir aber gut vorstellen. Man hat sehr bewusst den Münchnern, den Großstädtern keinen Dialekt gegeben, also dem Oberinspektor und seinen Helfern, und dafür aber den Leuten aus dem Dorf mehr Dialekt gegeben, sodass man also dort auch wirklich eine klare Abgrenzung geschaffen hat. Das fand ich sehr gelungen in diesem Hörspiel und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das Absicht gewesen ist. Das ist mir auch aufgefallen und das macht in der Aufteilung für mich auch durchaus Sinn. Einen historischen Kriminalfall, der damals die Menschen bewegt hat, nehmen und ihn als Unterhaltungskonzept aufarbeiten, ist als Idee ja erstmal nicht ganz neu. Sowas kennen wir aus dem Film- und Fernsehbereich zum Beispiel. Das erleben wir jetzt hier auch bei Hinterkaifeck. Wir haben in der Hörspieljury oft darüber gesprochen, was wir nicht mehr hören möchten. Und hier haben wir ein Konzept, zu dem es noch nicht so viel gab im Hörspielbereich. Wäre das etwas, wofür du auch Geld ausgeben würdest als CD-Release oder auch grundsätzlich etwas, wovon du gerne mehr hören möchtest? Beide Fragen kann ich dir mit einem deutlichen Ja beantworten. Ich mag diese Art von Hörspiel, man kann es auch schon fast als Doku-Feature ein Stück weit sehen, sehr gerne. Und im kommerziellen Bereich gibt es natürlich solche Produktionen, sie sind nur sehr dünn gesät. Es gibt natürlich auch im Radiobereich solche Produktionen. Diese historischen Grundlagen müssen natürlich entsprechend interessant sein. Kriminalfälle bieten sich da gut an. Insofern super. Ich würde dafür natürlich auch Geld ausgeben, wenn es entsprechend ansprechend umgesetzt ist. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr mögt uns nächstes Mal auch wieder hören. Nächstes Mal ist die 100. Ausgabe der Hörspieljury dran. Und wir hören uns wieder, wenn ihr Myxin wieder sagen hört. Was? Schon 100 Folgen Hörspieljury? Ich dreh durch. Oh mein Gott. Hier ist die Hörspieljury.